So, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Das Ganze nach dem 11. Spieltag, die Freitagsspiele hier bei uns im Erzgebirgsstadion. Der 1:0-Sieg der Veilchen gegen den FC Ingolstadt 04 und in Paderborn. Dort hat der Hamburger Sportverein mit 2:1 gewonnen. Beide Trainer sind hier bei uns auf dem Podium. Dazu noch unser Vereinspräsident Helge Leonhardt. Herzlich willkommen. Zuerst der Blick aufs Spiel mit FCI-Trainer André Schubert. Bitte. Ja, danke schön. Ja, ich will es relativ kurz machen. Natürlich sind wir sehr enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Ich glaube, es war ein hitziges Spiel, was jetzt auch nicht anders zu erwarten war. Teilweise auch ein bisschen über die Grenzen hinaus. Dennis Eckert hat sich eine Schulterverletzung zugezogen nach dem doch sehr ruppigen Einsteigen mit Schlüsselbeinbruch. Weiteren Verletzten, die wir zu verzeichnen haben. Und all das sind natürlich Dinge, die diese Mannschaft auch uns im Moment zurückwirft. Großes Kompliment auch an Dennis Linsmeier, der bei uns die ganze Woche Magen-Darm krank war und eigentlich hätte gar nicht spielen können, sich aber durchgebissen hat im Dienst der Mannschaft. Deswegen möchte ich ihm und auch den Jungs, die sich da wirklich mit aller Macht dagegen gestemmt haben, ein großes Kompliment machen. Wir müssen einfach in vorderster Front torgefährlicher werden. Haben das Glück so nicht hier auf unserer Seite, haben noch in den Schlussminuten einen Pfostenschuss, da wo im Moment einfach die Bälle bei uns nicht reingehen. Gehen sie beim Gegner rein, wir haben bei dem Gegentor haben wir eigentlich einen sicheren Ballbesitz, verspielen ihn am Strafraum. Klar, junger Spieler, Fabian sein erstes Spiel von Beginn an gemacht heute, keinerlei Vorwurf, er hat das wirklich mit allem, was er hatte, gekämpft und gut gemacht. Solche Fehler passieren jungen Spielern, damit müssen wir leben. Es ist ein Lernprozess für diese Mannschaft. Es sind Rückschläge, habe ich gesagt, kommen. Es ist bitter, wenn du dann insgesamt so bestraft wirst. Aber ja, das ist Fußball, das habe ich schon oft genug erlebt. Und deswegen gilt es, an den Punkten weiter zu arbeiten in den nächsten Wochen. Die Saison ist noch lang und wir wollen alles dafür tun und hoffen auch, dass wir dann den Klassenerhalt schaffen. Danke. Vielen Dank, André Schubert. Damit zu unserem Interimstrainer, zu Carsten Müller. Carsten, dein Blick aufs Spiel. Ja, Glück auf. Zunächst erstmal André, alles Gute dem verletzten Spieler, dass er auch dementsprechend auch bald wieder euch zur Verfügung steht. Ein Spiel, was sicherlich mit Emotionen geprägt war, wo wir ja, es als nicht selbstverständlich betrachten, in dieser Drucksituation eine Mannschaft zu erleben, die von der ersten Minute an mit voller Überzeugung alles dafür tut, dass wir diese drei Punkte im Erzgebirge behalten. Und wenn man die Situation in der Kabine vor dem Spiel gesehen hat, wie wir uns eingeschworen haben, wenn man die Zweikämpfe gesehen hat in diesem Spiel, dann muss ich schon sagen, nötigt das allergrößten Respekt ab. Und wir haben keine Sekunde daran geglaubt, dass dieses Spiel heute nicht auf unsere Seite gezogen werden kann. Und das hat man, glaube ich, auch dann über die 90 Minuten auch gespürt. Und ich glaube auch, wenn man dann auch sich dann mit diesem Tor belohnt, dann ist das für uns ein Riesenerfolg. Es ist aber auch ein Erfolg, der mit der Unterstützung der Region zustande gekommen ist. Und die ganze Region war heute wie ein Mann hinter uns gestanden. Und dementsprechend gebührt dem Erfolg letztendlich nicht nur uns als Mannschaft, sondern dem Erzgebirge. Und wir sind unheimlich stolz darauf, dieses Spiel gewonnen zu haben, wissen aber auch, dass wir ja auch ganz, ganz demütig weiterarbeiten müssen, dass wir fleißig bleiben müssen und dass wir auch diese gute Mischung, diesen guten Spirit zwischen jungen und alten Spielern, den wir auch in diesen letzten Wochen haben mit dieser Entwicklung, auch weiter vorantreiben müssen, um letztendlich auch die nächsten schweren Aufgaben zu meistern. Und dazu sind wir bereit und dafür werden wir auch ab der nächsten Woche wieder Vollgas geben. Danke. Vielen Dank unserem Interimstrainer Carsten Müller. 7.349 Zuschauer heute offiziell im Erzgebirgsstadion, davon 167 Fans vom FC Ingolstadt 04. Die Fragen der Presse, wenn es die gibt, bitte ganz kurzes Handzeichen, dann komme ich gerne mit dem fliegenden Mikrofon vorbei. Wir starten mit Ronny Maywald vom MDR Sachsenradio. Frage an Carsten Müller, was hat der Austausch nach dem Spiel ergeben, soweit der schon stattgefunden hat, betreffs der Situation Clemens Fandrich, glattrot, Linienrichter da draußen, was können wir dazu sagen, wenn mich nie alles täuscht, war das derselbe Linienrichter, der jüngst beim HSV-Heimspiel als vierter Offizieller auf der anderen Seite
mit involviert war, als es dann Rot gab für Sofiane Mesige. Eine Sekunde bitte, wir müssen das Mikrofon von Carsten Müller noch scharf schalten. Und jetzt bitte. Zu der Situation kann ich hier an der Stelle gar nichts sagen, weil ich die Fernsehbilder noch nicht gesehen habe. Und deswegen möchte ich mich dazu eigentlich jetzt aktuell auch gar nicht weiter äußern. Gibt es weitere Fragen? Die gibt es nicht. Dann beenden wir den ersten Teil mit der Pressekonferenz. Die Ingolstädter haben noch etliche Fahrtkilometer vor sich. Am nächsten Sonntag sind Sie am 31. Oktober mit dem Heimspiel gegen Jan Regensburg zugange. Dazu André Schubert, viel Glück, viel Erfolg und für heute schönen Dank fürs Kommen zur Pressekonferenz. Tja, und nach dieser kurzen Pause starten wir mit dem Teil 2 unserer Pressekonferenz und dazu übergebe ich das Wort an unseren Vereinspräsidenten, Helge Leonhardt, bitte. Ist an. Das Mikrofon ist an. Ja, Glück auf in die Runde. Aus gegebenen Anlass sehe ich mich veranlasst, Kaderentscheidungen bekannt zu geben. Als erstes, Carsten, nochmal Glückwunsch zum Sieg. Großartig und auch alles Gute auch für Ingolstadt und eine gute Heimreise. Ich möchte bekannt geben, wir haben uns intensiv mit der Lage des Vereins beschäftigt, gerade auch mit der Lage der ersten Mannschaft. Es ist folgende Entscheidung getroffen worden. Und das haben wir gestern Abend und beziehungsweise heute Nacht fix gemacht. Pavel Dotschew kommt zurück ins Erzgebirge. Er wird ab 1. November 2021 die Funktion des sportlichen Leiters übernehmen. Auf Neudeutsch Sportdirektor. Diese Entscheidung haben wir lange diskutiert und haben sie auch lange besprochen mit Pavel Dotschew, mit Mark Hensel und auch mit dem sportlichen Team, sowie ich als Präsident und Vorstandsmitglieder. Ich freue mich, dass wir da für diese Position Pavel gewinnen konnten. Zudem wird Pavel Dotschew interimsweise ab 1.11. als Cheftrainer eingesetzt. Und Teamchef bleibt Mark Hensel. Carsten, dir danke ich für deine absolute Loyalität. Das zeichnet den Kumpelverein aus, dass man gerade in so einer schwierigen Phase, wie wir uns befunden haben, dort Menschen und Personen im Verein haben, die absolut auch Parteiaufträge erfüllen, auf Deutsch gesagt, die absolut konsequent nicht das Individuum sehen, sondern den Verein. Und das war Einsicht in die Notwendigkeit. Wir haben diese Maßnahme gemacht und Carsten, dafür danke ich dir recht herzlich. Und du wirst nochmal in Hannover mit Marc auf der Bank sitzen und kannst dich danach wieder voll den umfangreichen Aufgaben als Nachwuchsleiter, als Chef des Nachwuchsleistungszentrums widmen. Carsten, nochmal herzlichen Dank. Ja, das war's eigentlich. Ich denke, wir sollten die Fragerunde dann machen, wenn Pavel Dotschew hier antritt am 1. November. Ich als Präsident freue mich da ganz besonders drüber, weil ich sehe es auch als Notwendigkeit, weil das operative Geschäft, gerade auch im sportlichen Bereich, muss mit Personen besetzt werden, die auch operativ von früh um 6 bis nachts Zeit haben und sich um den Verein kümmern, die hier im Verein sind, sowohl in der Geschäftsstelle auch an der Mannschaft, die auch im Nachwuchsleistungszentrum mithelfen. Und es gibt einen klaren Funktionsplan, den Pavel abzuarbeiten hat. Natürlich immer wieder in Zusammenarbeit mit solchen Personen wie Carsten Müller, wie Mark Hensel, beziehungsweise auch mit dem Präsidium. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und uns ein schönes Wochenende, was uns sicherlich diesmal leichter fällt vom Gemüt her als die letzten 2 Wochenenden. Mit einem herzlichen Glück auf. So ist es. Vielen Dank, Präsident
Helge Leonhardt und vielen Dank auch Carsten Müller. Wir binden ab mit dem, wie immer, Bundesliga-Logo. Glück auf!